Hallo ihr Lieben und willkommen. So. Er wird uns nicht über die Okay. Schulter schauen, er wird mit seinem eigenen Flieger fliegen. Also. Sei froh, dass du nicht kämpfen musst. Guckt so böse. Naja, also abdocken. Auf zum. Mal sehen, ob wir ein System finden, das Nicht nicht so so schnell stark jetzt. patrouilliert ist. Wir wollen ja nicht, dass sie bei unserem ersten Ausflug im Kampf getötet werden. Auf der Suche nach einem geeigneten Ziel für einen Überfall ist es meist eine gute Idee, an einer Station zu beginnen. Der Weltraum ist riesig, aber jedes Schiff muss schließlich irgendwann irgendwo andocken. Ich habe Ihnen jetzt den Standort der von mir ausgewählten Station übermittelt. Lass mich raten, ich muss durchs Tor. Ja. Position in der Nähe der Station in stiller Zeuge. Erreiche System, Fliege stiller zu Zeuge. Antiquas Entscheidung. Dann müssen wir da durch, okay. Ach so, ja klar. Ein Fehler. Haben wir das letzte Mal hier die große Wolke gesehen? Die scheint jetzt nicht mehr da zu sein, okay. Highway, Atikvas Entscheidung 1. Eins? Ach, Artikel Entscheidung 1. Ja, das kann sein, dass das in einem verloren gegangenen Moment war. Denn ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken und musste das jetzt deshalb noch einmal von vorne beginnen. Eigentlich war es gar nicht so falsch gewesen. Ich war gleich zum Tor, weil dadurch, dass ich natürlich schon mal da war, weiß ich jetzt, dass wir gleich nach dem Tor eher von der Autobahn runter müssen. Erreiche System. Adäquate Entscheidung. Ist die laut? Ist das die Welttafel? Scheinbar. Ich hoffe. Stört's nicht, wenn ich hier. Kurokami. Yakis. Okay, jetzt konnten wir kurz sehen. Erreiche Atikvas Entscheidung 3. Konnten wir kurz sehen, wie weit wir auf dieser Strecke geflogen sind? Das war schon erstaunlich. So, da bin ich mal gespannt, wo du uns hinführst, mein liebes Ass.
Ich sehe, dass ich nicht sehe. Also ich meine, ich dachte, er folgt uns. Aber wir sind hier alleine unterwegs. Ah, hier ist er. Mit einer ganzen Staffel, okay. Nee, im Moment, das ist er doch gar nicht. Wer bist du? Auch mal auf Aufklärer. So, da ist die Station. Diese Station verkauft wertvolle Hightech-Waren, die profitträchtig sind. Waren werden normalerweise von Handelsschiffen auf einer Station aufgenommen. Halten Sie Ausschau nach Hightech-Handelsschiffen der M-Klasse. Das sind besonders leichte Ziele. Scannen Sie alle, auf die Sie stoßen, auf Ihre aktuelle Ladekapazität. Goldener Floh. Okay. Scan-Modus. Nahrungshändler interessiert uns nicht. Warte, Hightech-Händler. Da. Ist noch angedockt, oder? Ne, ich glaube, jetzt fliegt er gerade weg. Stoppen Sie, wir werden Ihr Inventar scannen. Scannen Sie, wann immer Sie wollen. Der Scan bestätigt, dass dieses Schiff Fracht transportiert. Das ist unser Ziel. Wir haben Schmuggelware entdeckt. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Vielen Dank für Ihre Kooperation, Pilot. Ich meine, wegen dem einen Kristall mache ich mich jetzt nicht nass. Ach ja, das ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Ich habe die Pausen, die durchs automatische Speichern entstehen, nicht rausgeschnitten. Denn ich habe ja da zwischen noch ein paar Sachen gesagt, so wie jetzt gerade auch. Und manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn man dann kurz. Sind wir bald da? Jetzt sind wir gleich bei den nächsten Stationen. Hätte ich mein anderes Opfer suchen sollen? Ich verstehe.
was geht es nicht? Dreht sich das im Kreis? Ach, ich habe keinen Platz mehr, das wird's sein. Sehe ich meine Fracht. Das war schon richtig soweit. Ein Besitz. Außenseiter. Information. Ja, mies. Gefüllte Kapazität. Ja, wir sind randvoll mit 65 davon. Können wir hier mal kurz, na, wir werden es verlieren, denke ich. Ich mache trotzdem mal eine hin, mal schauen, ob das vielleicht noch übrig bleibt, bis wir zurückkommen. So, wo ist das nächste Tor? Ah, dann war es ja eigentlich ganz gut, dass wir die Fracht abwerfen mussten. Also ich weiß nicht, wie viel da eine Kristall da weggenommen hätte. Achso, Moment, der war gar nicht im Laderaum, der war in meinem persönlichen Besitz. Willst du mich eigentlich haben? Ah, sprich mit Axiom. Nee, wir müssen ja zuerst die Sachen verkaufen. Warte mal. Dann gehen wir mal. Endestation? Nee. Wir gehen aus.
Ausrüstungsdock? Ja, ich glaube gleich hier hat er da. Ne, das ist das Handels. Das muss automatisch. Attik war's Entscheidung. Eins. Immer läuft alles durcheinander. Das automatische Speichern ist schon wichtig. Raumdruck des Vigor-Syndikats, Teladi-Raumdruck. Also pass auf, dann machen wir folgendes. Erstmal hier raus. Muss echt aufpassen. Da sind sie am Kämpfen. Sieht man das auf der Karte? Nee, aber das da angegriffen wird, sieht man. Sind die Kämpfer vorbei? Ich verbringe zu viel Zeit auf der Karte. Ich sehe es. Okay. Für mich heißt das jetzt erstmal aufstehen. Ich muss ja meinen Piloten ein bisschen trainieren lassen. Und dann geh du mir mal. Ich brauche nicht das Raumdock, sondern. Ah doch, ich brauche das Raumdock. Okay. Andocken und warten. Raumstation. Station. Raumpier. Also es gibt die Werft, das gibt das Ausrüstungsdock und es gibt das Pier. Ja, und eins noch, haben wir unseren Ruf verschlechtert? Alles, Teile von 5, warte, wir waren im Bereich der Angst der Republik Antigone und haben wir also 0, sind also ungeschoren davon. Erreiche System, Argon Prime. Ist natürlich auch nicht schlecht, auch viel schicker. Wenn ich selbst fliege. Ich bin schon gerade relativ gespannt, wie es von, aus der Perspektive aussieht. Man erlebt ja fast immer nur aus der anderen. Okay, das war's dann. Ah, angedocktes Schiff ausrüsten. Achso, warte mal, bevor wir das machen, handeln. Das hat einen Transaktionswert von 23.000 gehabt. Toll, dafür müssen wir nicht wirklich andere Schiffe jagen. Okay. Verbrauchsgüter, da wollte ich hin. Satelliten, gib mir mal. So, 10 davon. 3 Navigationsbarken sind immer eine gute Zahl. Machen wir 5. Ressourcensonde.
Termine nehme ich mal noch nicht. Also zur Einkaufsliste hinzufügen kostet fast 90.000 und 30 Sekunden. Schon fertig. Okay. Aufstehen. So, hallo. Du darfst. Also Aufträge. Als allererstes hätte ich bitte gerne, dass du hier einen Satellit aufstellst. Hier einen Satelliten aufstellst. Das ist Raum Dr. Wegener-Syndikat. Ladi-Raumburg. Also hier einmal bitte. Und hier einmal bitte. Und von dort fliege ich dann zum Syndikat. So, dann werfe ich jetzt diese schöne Kamera wieder an. Und schaue dem meinem ganzen Treiben ein wenig zu. Sarah passt mir nicht. Ich möchte doch bitte gerne mit vollem Namen. Vom Namen da lesen können, aber ich sehe, das ist der Organisationsname. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Hier bei den Nachrichten habe ich gesehen, wir haben noch zwei der ungelesene. Eine ist ganz alt. Die neueste ist: Lieber Empfänger, ich hoffe, dass du diese Nachricht, dass diese Nachricht sie wohl auf antrifft. Die Zeit ist gekommen, ein großes wissenschaftliches Rätsel zu lösen, und sie wurden auserwählt, einen 4L-Wort, um einen der größten Köpfe des gegenwärtigen Zeitalters zu unterstützen. Alles, was benötigt wird, ist ein gut gewartetes Schiff und ein freundschaftliches Verhalten. Unabhängig davon ist es immer weise, eine geeignete Lebensversicherung abzuschließen. Das ist das Erste, was einigermaßen normal klingt. Falls die einmalige Gelegenheit Sie anspricht, achten Sie genau auf Signalex und bei nahegelegenen Stationen. Wenn Sie sich mit Entschlüsselung auskennen, steht Ihnen der Weg zum Wissen offen. Einen guten Tag. Ja, ja, ein Prinz. Wenn Sie diese automatisierte Nachricht lesen, besser, wurden Sie von der Freien Liga von Hatrigo als fähig identifiziert, um uns dabei zu unterstützen, zu einer vollwertigen, unabhängigen Nation zu werden, die ihren Platz neben den etablierten Mächten im Sprungtornetzwerk einnehmen wird. Unser oberstes Ziel ist es, einen sicheren Hafen für alle Völker zu schaffen, die Probleme haben, sei es aufgrund der langanhaltenden Folgen der Sprungtorabschaltung, sei es, weil sie mit Waren zu handeln gedenken, die andere möglicherweise für illegal halten. Wir möchten, dass Sie unsere Handels- und Sicherheitsfragen vertreten. Wir haben einen qualifizierten Analysten eingestellt, der Ihnen zuarbeiten und die diplomatischen Elemente des Projekts überwachen wird. Sie würden natürlich für Ihre Bemühungen entschädigt. Und Ihre neu geknüpften Kontakte könnten Ihnen auch weitere Möglichkeiten eröffnen. Wenn Sie daran interessiert sind, sich unserer Sache anzuschließen, nehmen Sie bitte unser Missionsangebot an. Rain und Nada. Nee, Omara. Hatikva Leitung. So, jetzt aber. Wie versprochen. Mach einen Rückzug. Die Livestream-Ansicht.
die gibt vor allem natürlich auch schöne Möglichkeiten für Thumbnails. Ich meine, das ist schon mal ein herrlicher Anblick für ein Thumbnail, ne? Noch ein bisschen näher, da passt mehr Schrift drauf. Perfekt. Ah, da bin ich. Da bin ich. Ich kann mich sehen. Ich sehe cool aus. Jetzt habe ich plötzlich keine Haare mehr. 18 Milliarden. Ach, ich habe Haare, aber sie sind. Ich habe nur auf einer Seite Haare, die anders rasiert. Ein Undercut bis zur. Bis zum Scheitelpunkt. Okay, die können einfach durchfliegen. Kanalsperre umschalten. Verschiedene Objekte. Ah, ich kann jetzt sagen, ich mache die Objektsperre aus. Und dann zeigt er mir verschiedene Sachen an. Dass er an der Stelle aber auch nicht anzeigt, welche. Nee. Ach, Kanalsperre umschalten. Also nächstes Objekt heißt in dem Fall nur nächste Kamera. Okay, ich hab's fertig. Kamera. Make is Kamera. Das war nicht keine Absicht. Ach nee, heute kann ich auch ausschalten. Ist ja nice. Sollte halt mehr lesen. So, jetzt müsst ihr gleich was fallen lassen. Das ist ein Make-Is-Blick. Ach, bist du fertig? Bist du am Ziel? Nee, oder? Nee, er hat noch einen vor sich. Also einen. Er hat zwei vor sich, aber den hat er gleich. Shift und. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Oh, ich bin jung. Ich bin mal wieder jung. Ja, wenn der immer wieder rein zoomt, wenn ich mich ein bisschen anders hinstelle. Direkt neben ihn und so gucke und jetzt schauen wir noch mal. Ne? Was ist jetzt? Ich hatte die Hood ausgeschaltet und das gilt für alle Hood. Ist dann Ansicht? Jetzt stehe ich in ihm, das ist natürlich auch nicht ideal. Also im ersten Durchlauf, den ich gemacht habe, hat es bis zu fast der letzten Folgen gedauert, bis ich mich mal gesehen habe. Und das ging dann, indem ich auf den Flügel gesprungen bin, hochgelaufen und dann die Außenansicht vom Schiff aktiviert habe.
Wenn ich ein kleines bisschen näher zu ihm gehen würde, dann würde ich auch automatisch höher stehen und damit wäre der Kopf wieder aus der Kamera. Schade, schade. Auch das dauert so ewig. Also ja, ein Punkt, warum ich das Spiel oder warum ich lange gezögert habe. Ich habe 100 Stunden ungefähr in einen Spielstand investiert. Bislang, das habe ich noch nicht aufgegeben. Aber warum ich das Spiel nicht als Let's Play gespielt habe. Denn das Problem ist, dass es halt ein Spiel ist, bei dem man am besten im Hintergrund noch einen Podcast hört oder so. Weil man halt doch immer lange Wartezeiten hat. Bist du fertig? Nee, noch nicht. Schauen? Nee, nicht. Oh, da ist ein Datentresor. Laserturm? Feind-Feind-Mine? Leute, ist das da ein Minenfeld? Okay, er ist jetzt aufgestellt damit. Genau, zeigt an. Gerade geht gar nichts mehr. Das heißt, ich kann Steuer wieder übernehmen. Jetzt erstmal schauen, finde ich den Datentresor. Er ist in 65 Kilometern. Wieso ist der nicht auf der Karte? Aber da sind die Feind-Feind-Minen. Das heißt, ich fliege jetzt erstmal noch ein bisschen in Richtung auf dich trotz. Nee, warte. Da waren sie gerade. Und dann an. 133, bei etwa 100 Kilometern. Schaue ich dann nochmal. So. 33 Kilometer. Wo bin ich? Da bin ich. Und da ist der Datentresor. Okay, dann kann ich jetzt einfach darauf zufliegen. Denn den hatte ich ja verloren wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich hier durchgeflogen und habe das verwechselt mit dem anderen. So, da ist er. So, der mache ich jetzt. Navigationsbarke, apropos Navigationsbarke. Wir haben doch die beim anderen aufgestellt. Muss ich sie nur wiederfinden? Da. Die in 18 Milliarden ist die und
aufstehen. Dann. Guten Tag. Und sagen, wir fliegen jetzt hier nochmal hin. Wenn da jetzt noch welche sind, dann sammelt aus die gleich ein. Wenn ich durchgehe bis hier und in die Richtung schaue. Das Türchen. Machst du jetzt nicht mehr Innenanzeigen? Soll ich mich extra so schön positionieren? Ah, jetzt. Also die Position scheint gut zu sein. Ich muss jetzt nur einmal erwischen. Wenn ich, ja, wenn das ungleich am Anfang ist und ohne. Da, so. So, und sobald wir das getan haben. Erreiche System. Fatigue-Bars-Entscheidung. Sind wir gerade in einen reingedonnert. Ob da noch Container sind. Aber wahrscheinlich sind sie despawned. sagen wir es anders. Wahrscheinlich hat sie jemand anders eingesammelt. Wieso habe ich da eigentlich 50? 0,5? Nee. Hochkalibrige Munition. Kaliber 50 oder sowas? Keine Ahnung. Nee, das ist sogar noch höher. Auf jeden Fall keine Munition, die man am Bandolier braucht, weil die macht man nicht in ein normales Gewehr. Also nur zum Angeben. Ist gar nicht so meine Art eigentlich. So, wir sind angekommen. Und wir sind noch gar nicht da. Ja, nur so langsam. Jägerstaffel, Angreifer. Gute Sache, dass wir da noch nicht Kontakt mit hatten. So, da ist unsere Barke. So, ich habe sie blinken sehen. Blink, blink. Sieht aber nicht so aus, als ob da noch was wäre. Aber schaut schon. Oder? Nee, er schaut noch nicht. Erst wenn er da angekommen ist, fängt er an zu schauen. Arg! Ah, die Argonen haben doch einen eigenen Dings. Wieso habe ich denn das jetzt nicht gesehen? Ach, das ist ganz oben. Aber null, also ist nichts passiert. Wenn dir Ladi gefällt, dass wir bei ihnen eingekauft haben. Wieso bist du so langsam? Das ist lustig, dass wir mit Teladis jetzt gut auskommen. Warte mal.
Finanzministerium, genau, da sind wir nicht so gut mitzusprechen. Ja. Mal sehen, das kann man doch vielleicht noch gerade biegen. Vielleicht auch nicht. So. Ah ja, du bist unterwegs, um den Satelliten abzuholen, schätze ich mal. Oder bist du noch beim Sammeln? Du bist noch beim Sammeln. Es hat noch Container. Aha. Ah, dann zieh mal den Auftrag zurück. Oder lass mal. Kann ja beides machen. Nee, erwartet. Jetzt hier weiter reinzoomen kann ich nicht. Lass mich mal. Guten Tag. Angeblich hat sie noch was hier. Ja, ich merke, die sind wahrscheinlich schon wieder voll. Mein Besitz, Informationen, Laderaum, gefüllt bis zum Bersten mit Antimaterie und also jetzt wieder dasselbe Spiel. Ist das unser? Nee, das ist unser. Aber wenn das unser ist, können wir den nicht sehen. Ansicht. Ah ja, tatsächlich, das geht. Ja, ein Durchgangssplit. Ja, cooles Teil. Das ist jetzt ein ziviler Kanal, als ich von mein Schiff angeschaut habe, war das ein militärischer Kanal. Ach, dockt da jetzt an. Kann man das sehen? Kann ich sehen. Nee, tut er nicht. Okay. Schauen wir stattdessen lieber. Ah, wir kommen da eh gerade an. Sieht man das Bild von hier? Was tritt da hinten? Karte aktivieren. Nicht vergessen, das Hut einzuschalten.
Ah, jetzt ist er wieder am Speichern. Und zeigt es nicht an, weil es wird ausgeschaltet ist. So, jetzt. Wir sind doch angedockt. Wieso geht das denn nicht? Ah, warte mal, hier. Hinfliegen, warten, handeln. Hier, die Antimaterie-Wandler. Sind auch nicht anders im Preis als vorher. Okay, und dann wieder zurück. Erst wieder Außenseiter. Ausgeworfene Frachteinsammlung. Harte, harte Arbeit. Okay, das gibt Abzüge im Gehalt. Also das war ein bescheidener Auftrag. Ich glaube, ich muss jetzt noch dreimal insgesamt hin und zurück. Ja, ich würde sagen, das mache ich offline. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Heute ist Dienstag. Die nächste Folge ist Donnerstag. 20 Uhr, wie üblich. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald.